Es ist wieder Krimi-Zeit. Diesmal geht es nach Japan und wir rätseln an den rätselhaften Hon-Jin-Morden herum. Das literarische Viertel öffnet seine Pforten. Herein zur Krimi-Zeit. Wir haben heute wieder eine schöne Viererbesprechung und wir haben einen ganz neuen Krimi-Autor. Und bevor ich mich bei den Namen auf Glatteis führe, hole ich mal lieber die anderen Experten hier in die Runde. Meine Lieben, wir besprechen Krimis natürlich immer mit unserer Krimi-Expertin Lena. Komme hinzu. Hallo Ingo. Heute mal nicht in Rot, heute mal in Weiß, dass man sie in ihrer Dunkelheit sieht. Wir haben natürlich tiefste Nacht gerade in Deutschland. Ja, so ist das. Herzlich willkommen. Und wir holen natürlich auch in diese Viererrunde einmal mehr Valandi Zanti. Ich freue mich. Ich weiß zwar nicht, was du von tiefe Dunkelheit meinst. Es ist hellichter Tag. Ich freue mich, wieder da zu sein. Hallo Ingo, hallo Lena. Hallo. Helligster Tag in München, aber ja, Valandi hat natürlich seinen E-Reader bereit, aber hoffentlich auch seine Weltuhr, denn wir müssen ja gucken, wie viel Uhr ist es in Japan, denn wir haben für eine japanische Lektüre natürlich auch eine japanische Expertin an Bord. Fabienne, herzlich willkommen aus Osaka. Hallo zusammen. Hallo. In Osaka und in Landsberg ist es tiefste Nacht. In Berlin und München sieht das anders aus. Ne? Da ist es stark beleuchtet. Ja, liebe Zuschauer, wir machen mal wieder eine neue Krimi-Reihe auf. Und ich fand das ja ganz interessant, denn er heißt Seishi Yokomitsu. Richtig? Wahrscheinlich. Richtig. Richtig, genau. Richtig. Ja, jetzt werden mir wieder alle Namen da um die Ohren gehauen. Ich kannte ihn ursprünglich gar nicht, habe dann aber gesehen, nicht nur dieser Fall, die rätselhaften Hon-Jin-Morde, sondern auch die Folgeteile, die Folgeromane von ihm liegen mittlerweile deutlich, also sehr sichtbar in den deutschen Buchhandlungen aus. Das heißt, die sind nämlich ganz neu aufgelegt. Es gibt noch nicht mal die Taschenbücher, die kommen aber in Kürze heraus. Fand ich ganz interessant. Kriminalroman aus dem Blümenbar Verlag. Ja, fand ich sehr interessant, dass es gerade hier so einen Hype gibt. Zweite Auflage ist es jetzt, 2022 gedruckt. Und Lena hat sich das Ganze gewünscht. Lena, wie bist du darauf gekommen eigentlich? Naja, also es ist eigentlich ja gar nicht so schön gewesen. Ich war ja Ende des Jahres im Krankenhaus und hatte dann mir davor zufällig beim Osiander so eine Übersicht über die aktuellen Werke irgendwie mitgenommen und habe dann in meiner Langeweile mir diese Übersicht da angeschaut und da wurde der zweite Band empfohlen. Und dann dachte ich, weil es stand da, glaube ich, auch wie jetzt hier hinten drauf, dass es quasi die japanische Antwort auf Agatha Christie ist. Und dann dachte ich, ja wunderbar, das passt ja. Und ja, so habe ich das vorgeschlagen. Genau, Agatha Christie haben wir ja ordentlich besprochen. Wenn ihr da was sehen wollt, schaut uns euch natürlich die recht aktuelle Review von Und dann gab's keines mehr, ihren erfolgreichsten Roman, an. Und ich frage natürlich mal Fabienne, was kannst du uns denn zu Yokomitsu Seishi sagen? Müsste man den eigentlich kennen oder wie kommt's, dass der uns gerade erst so ein bisschen in die Aufmerksamkeit rückt? Also weshalb der jetzt so stark übersetzt wurde, das kann ich natürlich nicht sagen, was sich da die deutschen Verlage überlegt haben. Aber er ist natürlich die bekannte Größe, denn er hat die Kriminalliteratur in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark geprägt. Und er war auch super produktiv, also er hat 83 Werke geschrieben und 77 davon mit dem Privatdetektiven Kosuke Kindaichi. Und das ist der Auftakt, das ist der erste Band dazu. Und ich fand es auch interessant zu sehen, dass er in Kobe geboren wurde. Das liegt ja in der Nähe von Osaka. Und dieser erste Band hier, der spielt ja auf dem Land. Irgendwo, es wird nicht genau gesagt, aber zwischen
Okayama und Osaka, also in der Gegend, wo er eigentlich herkommt. Und ja, also er wollte Ganz eigentlich. kurz dazu, also ich fand es sehr interessant, die Ortsnamen bei ihm werden ja mit Anfangsbuchstaben nur abgekürzt, ne? Das heißt, er anonymisiert das so ein bisschen. Also ich habe jetzt die japanische Version nicht gelesen, aber ich denke, dass sie da einfach vom japanischen Alphabet eine Silbe nehmen. Also es ist ja immer ein Konsonant und ein Vokal, dass das dann so abgekürzt wird, dass irgendwie KA oder ich weiß nicht, NI oder so etwas in der Richtung. Ja, und er wurde 1902 eben in Kobe geboren und hat bis 1981 gelebt. Und er wollte eigentlich nicht Autor werden. Also es war eigentlich gedacht, dass er das Pharmaziegeschäft der Eltern übernehmen sollte und hat auch ein Pharmaziestudium abgelegt. Aber dann ist er dem Einfluss seines Freundes erlegen und das war niemand Geringeres als Edogawa Rampo. Und ja, wenn ihr euch für japanische Kriminalliteratur interessiert, habt ihr vielleicht schon von dem Edogawa Rampo-Preis gehört. Nein, Sorry. es gibt ja den Akutagawa-Preis, das ist der höchste für Literatur allgemein auf Japanisch und der Edogawa Rampo-Preis ist der Preis für Krimiliteratur in Japan und der ist sehr hoch dotiert. Also man bekommt da 10 Millionen Yen. Das sind zurzeit im aktuellen Wechselkurs zwischen 50.000 bis 60.000 Euro. Also es ist wirklich gut dotiert, hat auch schon manchen Autoren aus den Fängen der Mafia gerettet, wie zum Beispiel, wie hieß der Titel mit dem Sonnenschirm? Gibt es auch einen Krimi? Und ja, er hat daneben diesen Freund gehabt und er hat ihm gesagt, er soll sich doch der Literatur annehmen und ist dann auch mit ihm nach Tokio gegangen. Da ist er dann auch gestorben und hat versucht zu schreiben. Aber während dem Zweiten Weltkrieg war das relativ schwierig, dann auch Verleger zu finden, Publikationen zu machen. Und das ist ihm erst in der Nachkriegszeit gelungen. Und er hat daneben zum ersten Mal Krimis geschrieben nach europäischem Flair. Und ich glaube, deswegen steht auch hier hinten drauf, dass es die japanische Antwort auf Agatha Christie ist, weil es gab natürlich vorher schon so Gruselromane oder Kriminalgeschichten, aber die waren halt sehr japanisch geschrieben. Was bedeutet das, sehr japanisch geschrieben? Also ich habe zum Beispiel eine große Geschichte, wie Pfingst Rosenlaterne gelesen. Und das ist eine Geschichte, das ist ursprünglich ist das Rakugo. Das heißt, da ist ein Mann, der sitzt da auf einem Kissen in einem Theater und spricht die Geschichte vor über mehrere Abende hinweg. Und das gibt es ganz viele Onomatopoeie, weil er dann auch zum Beispiel diesen Ton nachmacht, wenn die Geta auf den Boden klackern. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Es ist auch ein bisschen humorvoll, aber es ist für uns in der heutigen Zeit nicht mehr so, dass wir da kalte Schauer hätten, die uns über den Rücken laufen. Aber das ist ganz anders von der Aufmachung her. Hier ist auch sehr viel buddhistisches Gedankengut drin, dass man so in einem Zyklus ist, dass alle Leben miteinander verbunden sind. Und das haben wir hier nicht wirklich. Also es ist schon vom Genre her was ganz anderes. Naja, spricht mich aber auch durchaus an, muss ich sagen. Das hat mich jetzt, Ja, hat durchaus es mein ist Interesse auch geweckt. Auch sehr cool gestaltetes Cover. Ich finde irgendwie bei den japanischen Adaptionen, ne, also auch die deutschen Verlage, die, also ich meine auch hier das Cover, ne, mit dem Katana-Schwert im Schnee, sieht ja schon sehr cool aus. Also, geht ne. natürlich Das hier ist. auf die Geschichte an, die ich hier. Ich glaube Ja. aber auch, das ist auch einer der Gründe, warum das jetzt gerade vielleicht ganz gut läuft mit diesen Büchern, weil die wirklich sehr schön jetzt wieder aufbereitet wurden, muss man ja sagen. Genau, man sieht ja hier, ja, ist vom Licht her ein bisschen schwierig, aber hier sind immer die Kapitelüberschriften und dann hat man diesen Kreis hier, der irgendwie an die japanische Flagge erinnert natürlich, aber eben auch an den Kreis hier vorne, in dem das Katana drin steckt. Also das haben sie schon sehr cool gemacht und wir haben ja auch entdeckt, also hinten gibt es ein schönes Autorenprofil noch und es gibt alle Figuren, die hinten drin sind. Das hat auch der Herr Zanti dann irgendwann gemerkt. In seinem E-Reader kann das nicht. Es ist. Ich hatte Mitleid mit ihm und habe es ihm dann geschickt, weil das bei Ja, mir Lena hat so es mir geschickt per WhatsApp, hat es fotografiert und es ist natürlich im E-Reader. Ich kann ja nicht hin und her blättern. Es ist auf den letzten Seiten. Das ist ja. natürlich sehr gut. Das ist natürlich fies, aber es gibt ein Personenregister und es gibt auch ein Glossar. Also Das hat sie. mich völlig verwirrt. Sowas steht doch am Anfang. Also ich kannte es.
den Thrillern oder was ich lese, ist am Anfang das drin. Oder von den ganz alten Sachen, wenn ich die Shakespeare-Stücke Naja, aber das sind nehme. Dramen. In Dramen stehen die Personen Ist natürlich auch im dramatisch, Mittelpunkt. was hier passiert. Also Ah. ich hatte nicht damit gerechnet, deswegen habe ich nicht Ja. am Ende irgendwie geschaut. Ja. Ja. Ist es denn nicht interaktiv, dass wenn es ein Wort auf Japanisch gibt im E-Reader, dass du da draufklicken kannst und automatisch auf das Glossar? Bei dem war es tatsächlich nicht. Das kannst du, dass du, also ich könnte einzelne Worte, aber das ist so ein Alter. Oh, Also okay. ich habe ja kein, also deshalb, Ich habe kein E-Reader, ich deswegen. bleibe dem treu. Aber Ich habe das mir hier schön auf meinem macht Lesezeichen alle Personen aufgeschrieben, fein säuberlich, ja sogar die auch. Bediensteten, und dann Ich hatte schreibe Lenas ich. WhatsApp, wo sie mir die Seiten geschickt Ja, hat. sehr schön. Ja, Lena bringt Aufklärung. Liebe Lena, dann erkläre uns doch auch mal, worum geht's denn eigentlich in die rätselhaften Hon-Jin-Morde? Ja, es geht darum, dass es findet eine Hochzeit statt in der Familie Ichiyanagi. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Und dramatischerweise verstirbt das Brautpaar in der Hochzeitsnacht. Und also sind beide erstochen mit einem Schwert. Und genau, das Problem ist eben, das ist so ein Locked Room Murder Mystery Setting. Also sprich, alle Fluchtmöglichkeiten, also Türen, Fensterläden etc. sind geschlossen. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sind die beiden da zu Tode gekommen? Selbstmord wird zunächst dann auch ausgeschlossen, nachdem man das Setting sich da anschaut. Und Weil die Tatwaffe draußen ist, ne? Die genau, steht die im Tatwaffe Schnee. ist, genau, das Schwert findet sich dann draußen. Und ja, im Verlaufe des Buches kommt dann der Privatermittler, also dieser, Moment, wie heißt der, Kindaichi, kommt da eben hin und versucht, das Rätsel zu lösen. In Spoilerbereich gehe ich ja jetzt noch nicht rein. Nö, können wir dann nachher machen, ja. Ja. Vielen Dank dafür. Genau, ja, also ein Familiendrama, ne? Das. Genau. Also wenn wir dann so anfangen zum Inhalt, also beziehungsweise wenn das der Inhalt ist, erstmal meine erste Frage, hatten wir nicht was Ähnliches mit Agatha Christie auch besprochen vor kurzem? War das nicht die Halloween-Party, wo auch so ein Locked Room war, oder verwechsel ich da gerade irgendwas? Nee, 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 nee. Der Locked Room war ja eigentlich bei Bei Prevost Weihnachten. Weihnachten. Ah, stimmt, da war das, da war das. Okay, da hatte ich den Da war Dreh. das verwüstete Zimmer und Genau, da genau. war abgeschlossen von innen und ja. Ja, aber im Endeffekt, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das ein anderer Begriff ist, aber dieses Insel-Setting von der letzten Besprechung war jetzt kein geschlossener Raum, aber das war ja auch geschlossen im Sinne von niemand kam hinzu, oder? Ja, Eine andere Kategorie. Ich kann meine. man auch so sehen im erweiterten Sinne, ja. Genau. Deshalb, aufgrund dessen sehen wir ja schon die Parallelen. Sehr offensichtlich, zumindest für uns, wie wir es besprechen. Und deshalb meine Frage, Ingo, du hast so eigentlich die ganze Besprechung heute eröffnet, dass es auf dem Buch steht. Deswegen die Frage an dich, ist dieses Buch die Antwort auf Agatha Christie? Ja, ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Man zieht ja nicht nur Agatha Christie ran, aber damit wird geworben, ne? Japans Antwort auf Agatha Christie. Der Guardian hat es gesagt. Und was der Guardian sagt, das muss ja stimmen, ne? Und darunter steht aber dann in seinem Erfindungsreichtum reiht er sich ein bei John Dixon Carr, bei Sir Arthur Conan Doyle und bei Agatha Christie. Ich muss sagen, ich sehe da nicht ganz so viel Agatha Christie drin. Arthur Conan Doyle schon. Ich finde, es erinnert teilweise an Sherlock Holmes durchaus. Wobei es ein bisschen länger her ist, dass ich mir so die Sherlock Holmes-Erzählungen zu Gemüte geführt habe. Müsste ich nochmal machen, aber ich habe auf jeden Fall einige davon gelesen und gehört. Und ich finde Agatha Christie, und das finde ich, ist der größte Unterschied und auch das, was mir am meisten hier gefehlt hat. Agatha Christie geht ja sehr von den Figuren aus. In den Reviews von ihr haben wir ja ganz oft gesagt,
Das lässt sich auch so leicht fürs Theater adaptieren, weil das Ganze im Prinzip nur Dialog getragen ist. Sie hat ganz klare Figuren. Wir müssen auch gar nicht so viel über die wissen. Wir wissen aber einfach, was sind die für ein Typ, ne? Da haben wir den nörgelnden alten Sack irgendwie, der sich die ganze Zeit über die neureichen Emporkömmlinge da auslässt. Da haben wir, was weiß ich, zum Beispiel die Emily Brandt, die religiöse Fanatikerin, dann, was sind so typische Agatha Christie? Also, ich meine, die Ermittler ja eh, sie hat ja sehr schrullige Ermittler, egal wen sie dann hat, aber sowohl das Mordopfer ist ja meistens eine sehr krasse Persönlichkeit, als auch alle, die da drumherum sind. Und dann hat sie ja so maximal 10 Personen, die sie aufmacht. Aber zu jeder Person entwickelt man sehr schnell irgendeinen Bezug und eine Einstellung, ja. Mag ich die Person, mag ich die nicht, traue ich der das zu, traue ich vielleicht nicht. Und das, finde ich, gibt's hier kaum. Also das Mordopfer wird relativ klar gezeichnet und der Ermittler auch durchaus. Aber der Rest fand ich jetzt irgendwie, also da, die waren so ein bisschen austauschbar, ne? Also, wir haben die Familie, na, ich habe ja hier mein Lesezeichen, die Witwe, Familienoberhaupt, über die kann ich gar nichts sagen, ne? Außer dass der die Familientraditionen wichtig sind. Dann haben wir den Cousin, der so die Familie irgendwie, die Familiengeschicke leitet. Und auch den konnte ich irgendwie kaum irgendwie einordnen. Einer ist Arzt. Ja, und das ist aber auch so alles, was ich über ihn sagen kann. Dann gibt es das schwarze Schaf der Familie, so den jüngsten Sohn. Aber auch der, also so, ja, verstehe ich so gerade eben, wieso sie ihn als schwarzes Schaf bezeichnen. Aber dass der irgendwelche Ticks hat, irgendwas, womit er aneckt, dass ich vielleicht noch mal so eine kleine Anekdote erfahre, was er hier und da verbockt hat, ist wenig, sehr, sehr wenig. Und dann gibt es die jüngste, Susuko. Und die ist dann eher so, die ist geistig so ein bisschen zurückgeblieben, ist sehr naiv und trauert ihrer Katze nach, die gerade auch verstorben ist. Und das hat dann wohl auch irgendwie was zu bedeuten, mutmaßt man. Und die Kleine hat irgendwie auch so ein Profil, aber es ist wenig, es ist wirklich wenig. Und deswegen war es für mich schwierig, so richtig emotional reinzukommen. Wie ging euch das? Seht ihr es auch so oder ist das nur mein Eindruck hier? Also ich glaube, dass das mit der Art und Weise des Erzählens zu tun hat. Das ist bei mir jetzt auch länger her, dass ich Agatha Christie und Sherlock Holmes gelesen habe. Aber was mir hier aufgefallen ist, ist der Erzähler. Und ich hatte zu Beginn echt Schwierigkeiten, um ins Buch reinzukommen, weil wir haben einen allwissenden Erzähler, einen Schriftsteller, der uns diesen speziellen Mord schildert und uns quasi sagt, was da passiert ist und wie dieser Kindaichi den Fall gelöst hat. Soweit, so gut. Und er zieht dann alle möglichen Arten von Texten zur Hand, um uns das zu zeigen. Und sagt zum Beispiel, der Arzt F hat XY gesagt und dann haben wir Tagebucheinträge. Und das ist per se nicht schlecht, aber dadurch kommen wir viel weniger an die Figuren ran, weil die Figuren selbst wenig interagieren. Es gibt wenig Dialogszenen. Und ich glaube, das ist das, was es macht, dass wir die Figuren weniger stark greifen können. Weil, als wenn wir einen Ermittler haben, wir haben Poirot oder bei Filmen wie Inspektor Columbo, der dann kommt und mit den verschiedenen Personen spricht und dann sieht man die Reaktionen, da kann man viel mehr noch rausziehen. Das hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Aber ich muss auch sagen, dass nach etwa einem Drittel habe ich mich dann an diesen Erzählton gewöhnt. Also danach war es dann für mich auch okay, aber zu Beginn war es doch holprig, um reinzukommen. Ich weiß nicht, wie das euch ging, ob ihr das auch so Nee, empfandet. ging mir nicht so. Also ich muss Okay. sagen, ich bin hervorragend reingekommen. Ich fand den Stil total gut lesbar. Es ist ja schon wirklich so ein bisschen wie ein Tagebuch, wie so die Memoiren. Ja, so bin ich an meinen Stoff gekommen und er deckt immer mehr auf. Okay, das sind auch so meine Quellen. Er geht sehr stark auf die Metaebene und beschreibt, wie er das Ganze hier zusammenträgt. Und das haben wir beispielsweise bei Agatha Christie überhaupt nicht.
Das war wirklich auch so ein neues Element für mich und das fand ich persönlich super spannend, weil wir natürlich dann auch so ein bisschen überlegen, wie glaubwürdig ist denn da überhaupt so der Erzähler, ne? Und auch wie er dann den Arzt einordnet und dass der Arzt dann teilweise die Kapitel dann sogar beisteuert. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ich fand es auch wirklich cool, dann diese ganzen Referenzen zu haben, weil er geht dann auch wirklich auf Agatha Christie ein, auf Sir Arthur Conan Doyle. Und was ich mega cool fand, er geht auch ein auf, Moment, hier auf Seite 84, das Geheimnis des Roten Hauses von A.A. Mielny. Ja, das habe ich auch hier, habe ich auch tatsächlich schon gelesen. Das ist ja der Autor, der auch die Winnie-Pooh-Kinderbücher gemacht hat. Und er hat wirklich nur einen Krimi geschrieben, den ich so ein bisschen als mittelmäßig einstufe. Aber der hat zum Beispiel auch sehr starke Figuren, ne? Und das fand ich dann ganz interessant, weil er geht nicht so sehr auf Figuren ein, sondern wirklich auf Konstruktion. Man merkt, der Autor findet es super spannend, wie manche Krimis da konstruiert werden und was interessant ist, was nicht interessant ist, Tatwaffe, Tatergang. Und das ja, wird auch hier so auf der Metaebene da eben beleuchtet. Ich fand es spannend. Also für mich war das so eine Mischung aus euren beiden Positionen. Ich fand schon auch, dass es ungewöhnlich war. Deswegen fand ich es per se schon mal interessant, weil ich jetzt auch keinen Krimi bisher gelesen habe, bei dem das so war. Aber ich gebe Fabienne absolut recht. So ging es mir nämlich auch, dass man dadurch, dass er das ja aus so einer Metaperspektive geschildert hat, dann nicht so nah an die Figuren rankam. Das ist einfach diese emotionale Nähe, die man vielleicht bei Agatha Christie eher zu den Figuren herstellt, das war dann einfach etwas schwieriger. Insofern fand ich es interessant, aber mit den sozusagen daraus resultierenden Schwachstellen, die wir jetzt da genannt hatten. Also ich finde, wenn Ich man würde aber sagen, die resultieren nicht aus der Erzählperspektive. Ich bin der Meinung, wenn der einen Fass jetzt aufgemacht hätte und gesagt hätte, so, und dann habe ich mit den Leuten im Dorf gesprochen und die haben alle gesagt, die Witwe, die ist aber, ne, ne, ne. Und das macht er teilweise, das macht er teilweise, aber meiner Meinung nach zu wenig. Also ich finde, die Figurenzeichnung bleibt einfach zu sehr im Hintergrund, weil der Mordhergang einfach das prominentere Element ist. So. Möchte ich kurz Ja. eingreifen? Bei einem muss ich oder möchte ich da einfach einen vehementen Widerspruch reinwerfen, nämlich dass der Ermittler, der hatte als einziger, und das ist für mich eigentlich das Highlight des ganzen Buches, also mich hat diese Metaebene komplett rausgenommen, war ganz schwierig für mich reinzukommen, weil es kam mir teilweise vor wie das Lesen einer Polizeiakte und sehr trocken. Und als das lebendig wurde, kam auch diese Figur rein. Und diese Figur hat, also die hatte drei Dimensionen für mich einfach bekommen. Und die fand ich markant. Natürlich, weil sie sich erstmal unterschied. Es ist nicht dieser klassische Ermittler. Fabienne, du hast so ein paar angesprochen, wie wir schließen. Der hatte dieses Benedict Cumberbatch Style von Sherlock Holmes, fand ich, Ja. diese nicht Verfilmung, die neue Serie. Der Ja. war smart, der hatte Macken, der war, also der hat gestottert, aber der war genial. Und das fand ich von allen Dingen am interessantesten. Ich traue mich gar nicht, den Namen zu sagen. Also Fabienne Korski Kindaichi oder Kindaichi? Ich glaube nicht, bei japanischen wird die erste. Kosuke Kindaichi. Ich habe nämlich gelernt, dass immer die erste Silbe, also nicht immer, aber eigentlich so gut wie immer die erste Anfang. Silbe betont wird. Und in Deutschland wird immer die zweite Silbe betont, Genau. wenn ich sage. Du hast auch Das vorhin gesagt, stimmt. so Osaka, und in Deutschland sagt jeder Osaka und das ist falsch. Oder hier, sag schon, wie heißt die Mafia? Die wird ja auch erwähnt. Yakuza. Ja, es heißt Yakuza. Also wird es ausgesprochen. Und hier war das mit den Us, die wechseln. Auf jeden Fall, Kindaichi fand ich genial. Als Figur ohne diese Figur war es zwar ein cooler Mord von dem Ganzen, das war schön gestrickt, dass eine Skizze mit drin ist. Ja, genau. Also Das die hat ja Skizze dann muss ich noch. hier mal zeigen, ne? Also Genau, das, das hat ja noch mal ja. verstärkt, dass ich eine Polizeiakte lese, Ja. irgendwie in der Form. Ne? Und ich war ja nicht
in der Handlung drin. Das, also bei dem Ermittler gehe ich vehement gegen die Theorie so ein bisschen, dass die Aber Figuren. ich glaube, das ist auch gewollt so. Ich glaube, dass der Autor, das ist ja der erste Band einer 77-bändigen Reihe, und dass er wahrscheinlich auch gewollt die anderen Personen ein Stück weit zurück hat treten lassen, damit wir erstmal wissen, wer dieser Kindaichi ist. Sonst hätte er es auch nicht auf 200 Seiten erzählen können. Das kann natürlich auch sein. Also ich finde auch, dass Kindaichi sehr gut geschildert ist. Man bekommt auch sehr viel über seinen Werdegang mit. Wie ist er zum Privatdetektiv geworden? Das fand ich auch total spannend, weil wir da nicht nur in Japan sind, sondern auch in die USA gehen. Das fand ich echt cool. Und ja, ich glaube, er wollte einfach mit diesem Band zeigen, wie smart Kindaichi ist, wie er diese Fälle lösen kann und dass er halt so ein ganz aparter Typ ist. Und das ist ihm meiner Meinung nach auf jeden Fall gelungen. Ja. Und jetzt kommen wir zum Sieht man. Mord. Ne? Denn jetzt ist ja dieser Doppelmord, der da mit eine Rolle spielt, ja die Frage. Wir hatten das Thema auch bei den Agatha Christie-Besprechungen. Ist es quasi ein nachvollziehbarer oder geht es dann, ist es ein bisschen zu verrückt und es wird unrealistisch? Und den Ball würde ich jetzt gerne euch mal zuspielen, wie ihr das empfunden habt. Ja. Ganz kurz noch eine Sache sagen, bevor wir Ja, in die ich Spoilerfolge hätte auch kommen. noch eine, bevor wir auf die Mordauflösung hier Ja, kommen. und zwar, was mich nochmal interessieren würde, ich meine, das war Fabienne für dich wahrscheinlich ein geringeres Problem, aber für euch anderen beide, mit den Begrifflichkeiten. Also da tat ich mir schon schwer. Ich meine, wir hatten zwar das Glossar und da habe ich auch regelmäßig nachgelesen und manches kann man sich natürlich erschließen, aber es stört natürlich den Redefluss, sag ich schon, den Lesefluss ein bisschen, wenn man so denkt, was war das jetzt nochmal? Muss ich nochmal nachschauen? Oder also ich kenne mich tatsächlich sehr wenig mit der japanischen Kultur aus, man kann sagen, gar nicht. Und dementsprechend war das einfach sehr schwierig für mich, da überhaupt so in diese kulturellen Besonderheiten reinzukommen, Also tatsächlich. ganz kurz, ich bin ehrlich, manchmal hing ich so, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau beim Namen? Ja, da zum Beispiel auch, Ich ja. bin da Kunstbanause, tut mir leid, aber wenn ich das erstmal nur sehe, wenn ich Suzuku lese, konnte ich es mir denken, okay, ist vielleicht eine Frau, aber weiß ich nicht. Also da hing ich schon so. Sie haben es Tut mir leid. immer beschrieben, die Namen sind aber so ähnlich, dass man die natürlich dann schnell durcheinander wirft. Und ich habe mir wirklich sofort einen Zettel genommen, das mache ich bei Krimis aber oft, habe mir die Namen aufgeschrieben, habe geschrieben, hier Bruder, Schwester, Frau, Mann und so weiter. Ne? Deswegen hat das für mich gut funktioniert. Die haben mich da ein bisschen geärgert, weil ich habe erst später gesehen, Personenkonstellation hinten. Lena, muss ich sagen, also mich haben die Begrifflichkeiten auch rausgehauen. Vor allen Dingen, als sie an den Tatort gegangen sind und dann die verschiedenen Teile des Tatorts, ne? Also da gibt es dann für alles einen Namen, was ich auch interessant fand. Ich habe das Glossar aber auch erst später entdeckt. Ne? Also ich habe dann nachher da nochmal durchgeschaut und konnte mir das im Nachhinein dann als erschließen, aber da musste ich so ein bisschen kämpfen. Trotzdem bin ich sehr flüssig durchgekommen. Also die Passagen waren dann nicht so lang, dass ich mir dachte, es haut mich völlig raus. Also ich habe das Ding wirklich in überdurchschnittlicher Geschwindigkeit für mich gelesen. Ich bin nicht der schnellste Leser. Ich habe das ratzefatze abends durchgelesen an drei Abenden. Und ja, was mich aber richtig rausgehauen hat, war der Mord passiert, da ist das Ehepaar, die sind bei einer Hochzeit, die werden weggeschnetzelt mit einem Katana-Schwert, da steckt draußen im Schnee, die Tür wird eingeschlagen oder nicht die Tür, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, mit dem Fachwort, aber sie kommen da rein und dann ist es erstmal, oh, Mist, was ist da passiert? Aber es gibt im Prinzip niemanden, der sagt, oh, die Armen. Ne? Also so emotional, da sind jetzt zwei Menschen gestorben und die haben auch eine Geschichte hier in der Familie und so, da kam gar nichts. Also fand ich so ein bisschen grenzwertig. Also Ja, wobei, das irgendwie. weiß ich nicht genau, Fabienne, wie das ist, also mit so Gefühlsregungen auch nach außen oder mit Trauer in der japanischen Kultur. Ich weiß nicht, das mag ja sehr anders sein als bei uns. Also Ja, dachte ich mir dann auch, gerade zu der Zeit, ne? Ich meine, es sind ja auch 100, knapp 120 ja. Jahre, die es her ist, ne? Nee. Also man zeigt schon die 1937. Gefühle, nicht 90, Ach, oder? sorry, das war sein Geburtsdatum 1908. Nee, Genau, die Geschichte ist 1937. Spielt es doch.
37, ja, steht da. 37, ja, 37, sorry, Also, ja. Fabienne, wäre interessant. Also, ist da, was Ingo gerade beschreibt, kannst du das nachvollziehen oder bestätigen, was da gerade, was er. Natürlich, wenn das eigene Kind stirbt, dass man da als Mutter reagiert. Ich glaube, da reagiert man, egal wo man auf der Welt ist. Aber es ist schon so, dass man die eigenen Gefühle mehr in Schach hält und das weniger zeigt. Das ist auch, aber das gilt vor allem jetzt gegenüber Wut zum Beispiel. Auch wenn man jemanden beleidigt oder mit etwas nicht zufrieden ist, dass man das nicht nach außen zeigt, dass man quasi dadurch selbst an Status verliert. Ein anderes, was sonst noch wichtig ist, dass man andere Person das Gesicht nicht verlieren lässt und der andere Person quasi zeigt, dass sie im Fehler ist, dass man sich da auch mehr zurücknimmt. Also man ist schon, man behält seine Emotionen viel mehr im Gehege. Aber ich glaube auch, dass das mit der Familie zu tun hat. Wir haben hier eine ein bisschen ätepatete Familie. Und wir sehen ja auch, dass die überhaupt kein gutes Verhältnis zueinander hatten und dass die vielleicht schockiert sind, dass der Bruder stirbt oder so, kann man sich vorstellen. Aber sie sind nicht, sie brechen jetzt nicht in Tränen aus, weil sie sich nicht mögen. Und ich finde, das sieht man ja auch oft bei Krimis, die bei uns spielen, wenn wir ganz angespannte Familienverhältnisse haben. Dann weinen ja auch nicht unbedingt alle. Ja, also ich habe mich vor allen Dingen gestört an der Witwe Itoko, dass die relativ wenig Regung gezeigt hat. Ich meine, das war ihr ältester Sohn, ne? Das war ihr erstes Kind, was sie hatte. Und bei den anderen, ja, okay. Der Onkel Ginzo, oder wie auch immer er gesprochen wird, der ist, genau, also der Vater von der Braut ist tot und der Onkel hat so, ja, den Part übernommen, dass er sich um sie kümmert. Der hat am ehesten, also der hat emotional reagiert und da habe ich auch gemerkt, okay, der hat diese ganzen Emotionen, aber der lässt die nicht raus. Also der wird am liebsten auf diese ganze Familie losgehen, hält das aber alles drin. Und das fand ich total cool. Also das, da habe ich auch gemerkt, okay, das sind die kulturellen Unterschiede zu hier und fand ich super interessant, wie er damit umgegangen ist. Ich fand jetzt, was Fabienne gerade gesagt hat, also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in den Spoilerbereich gehen, aber Ja, können wir jetzt als du eigentlich, jetzt ja. gerade sagtest, dass man insbesondere Wut oder auch diesen Gesichtsverlust, dass man da sich sehr zurückhält, ich finde, das sieht man dann ja auch später in dem Mordmotiv, das jetzt vielleicht aus unserer Sicht so ein bisschen nicht nachvollziehbar ist, weiß ich nicht. Aber so soll ich jetzt das Mordmotiv sagen, oder? Genau, ja. Ja, lass in die Ja, Geschichte lösen rein. Also im Sie Endeffekt. aus. Ja, genau. Im Endeffekt ist es ja so, dass der Bräutigam, dieser Kenzo, herausfindet, also beziehungsweise die Braut Kazuko sagt ihm kurz vor der Ehe, dass sie schon Sex hatte, also vorehelichen Sex mit einem Liebhaber. Und er gibt aber dann ihr gegenüber zu verstehen, dass das für ihn kein Problem sei. So schreibt sie es zumindest einer Freundin. Aber offenbar ist für ihn das so ein großes Ding, dass er dann beschließt, dass er sie umbringen muss und sich Gesichtswaren dann mit dazu. Also das fand ich ja schwer, also Also doch aus heutiger Sicht Selbstmord. einfach schwer, schwer verständlich. Also sozusagen genau ein erweiterter Selbstmord, bei dem aber vertuscht wird, dass ein Selbstmordelement dabei ist, sondern quasi ja der Eindruck entstehen soll, dass beide durch Mord gestorben sind. Und deswegen finde ich es ganz interessant, weil das ja genau das ist, was du gerade angesprochen hast. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt heute noch Gültigkeit besitzt oder das wirklich jetzt sich schon auch gewandelt hat. Also weiß ich jetzt nicht genau, ob du das einschätzen kannst, wie das heute ist. Also heute hat sich das natürlich schon ein großes Stück weit gewandelt. Das ist nicht mehr so wie in den 30er Jahren. Das ist ja auch noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Das war noch eine ganz andere Gesellschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir auch diesen ganzen amerikanischen Einfluss, der nach Japan kommt und der die Gesellschaft stark umstrukturiert. Aber dieses Gefühl der Schande über jemanden zu bringen, das gibt es immer noch. Also es gibt trotzdem viele Jugendliche, wenn sie die Aufnahmeprüfung in eine Uni nicht schaffen, dass sie sich das Leben nehmen. Weil sie denken, sie sind nichts mehr wert, ihr Leben ist verpfuscht. Und das kann man sich bei uns irgendwie schlecht vorstellen, dass wenn man nicht an der Uni rein, in der Uni reinkommt, dass man sich dann das Leben nimmt, ne? Oder das, ja, das gibt es schon immer noch oder auch sozialen Druck. Also irgendwie die Tradition ganz kann man die natürlich nicht ablegen. Wir haben ja auch unsere, wie sagt man das, Sprichwörter, die wir mit uns mittragen und die uns dann halt auch formen, die unsere soziale Wirklichkeit formen, wie wir etwas
wie wir etwas sehen, ne? Und das ist natürlich in Japan schon auch. Also, dass die Ehre und Familie, das ist immer noch sehr wichtig und ist anders konzipiert und wird anders gefühlt als bei uns. Ja, also ich fand das als Auflösung, also ich habe da gebraucht, um mich da reinversetzen zu können. Ich habe da auch kurz eine Pause eingelegt und mir gedacht, oh, ist das jetzt wirklich die Auflösung? Boah, kommt Ja, es ist der. ja nicht, ja, es ist das Motiv. Also die Auflösung ist ja dann wieder was anderes. Da geht es ja in die Genialität des Ermittlers rein. Das Ja. Motiv, gebe ich zu, wirkt erstmal billig. Ist so ernsthaft. Ja, aus Das, unserem was. Blick, ne? Also ich konnte mir dann schon vorstellen, dass es gerade Genau in der darum. damaligen Zeit nochmal eine ganz andere Nummer Genau, war und ja, nicht so und jetzt geht es nachvollziehbar weiter. war. All das, was Fabienne gerade gesagt hat, ist für mich. Dann auch wieder, wenn es so ein bisschen sagt, nachvollziehbar. Ich bin als Leser oder durch Kino, durch alles gewohnt, das muss schon was richtig geil, krasses sein, damit da ein Motiv hinter ist und dann kommt noch mal eine Figur von hinten, daher kommt dieser Zusammenhang und daher entsteht dieses Hassmotiv von ganz drinnen. Und wir reden hier einfach über Familienwerte. Von denen, die damals als Familienwerte sind, die das Ganze antreiben. Und ja, das war auch bei mir so, wo ich dachte, okay, das ist alles nur mit dem Nachdenken, ja, über welche Zeit reden wir? Es ist für heute schwierig nachvollziehbar. Und ich Ja. bin Bei mir auch. Valandi, da muss ich dich kurz korrigieren. Ich gucke nämlich gerade eine ganz interessante Reportagenreihe, Liebe und Sex in der Welt, heißt sie oder so Ja. ähnlich. Ist wirklich zu empfehlen. Interessant, was du Und alles guckst, Lena. Nein, und Auf jeden Fall. Arte Inspiration, oder die auf du mit uns Netflix? teilen möchtest. Nein, In das ist einem im FSK ZDF. Das ist, 18 nein, das Talk. ist eine höchst seriöse Sendung im ZDF. Also wie gesagt, zu empfehlen, ich finde sie gut. Und da ging es auch, wie gesagt, im Maghreb oder so, oder in Indien war es auch so, da hat ein Vater auch gesagt, also wenn seine Tochter vorehelichen Sex hat, dann würde er ins Haus gehen, würde sie mit Benzin überschütten und sie anzünden, dann hat sie ihr Leben verwirkt. Genau so hat er es gesagt und das spielt im Jahr 2023, nehme ich an. Ja? Also was ich damit sagen will, ja, es ist für uns Ja. in unserer Kultur, in unserer Zeit absolut völlig außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Aber es ist leider nicht so, dass es nicht noch Kulturen oder ja, Kulturkreise gibt, in denen das so völlig abwegig ist als Motiv tatsächlich. Was hier, finde ich, einfach vielleicht ungewöhnlich ist, ist, dass man diese Emotion, die ja so krass zu sein scheint, dass man daraus einen Mord ableitet, dass die so zurückgehalten wird, dass man Ja. sagt, okay, dich bringe ich um, aber erst mache ich jetzt mal so, als ob wir alles ganz normal durchziehen und dann mache ich das. Das ist ja das. Ja. Und jetzt kommt wieder, danke Lena, jetzt kommt nämlich der Umkehrschluss zu dieser Geschichte, die wir hier haben. Dadurch für mich, dass ich eigentlich nur einen emotionalen Bezug hatte zum Ermittler und die Familie zwar dargestellt wurde, aber also mir ist schon klar geworden, was auch schön ist, was der Autor ja gut macht, ist, dass ein schönes Setting einfach fehlt. Das Setting war schön gewählt, er hat es dargestellt, er hat es sehr traditionell dargestellt, nur irgendwie war es für mich nicht so, also kam ich, nur rein von mir als Leser kam ich nicht so rein, weil wir über diese Metaebene gesprochen haben, wo ich ab und zu völlig rausgerissen wurde, wo ab und zu ein Cliffhanger war und dann kam wieder die Metaebene. Ich so, nein, tue das doch nicht. Und dadurch konnte ich nicht so in diese Familienbeziehung da rein. Diese, Ingo, du hast es gerade eben beschrieben, die Figuren, die ganzen, die Familienmitglieder wirken so, ja, ist das so? Also mich interessieren die dadurch gar nicht. Interessierte eine Figur und das war der Ermittler. Und das war daher für mich schwierig, dass ich dieses Motiv nachvollziehen konnte. Und ich glaube, das war im Endeffekt dann, wenn ich das so ein bisschen sacken lasse, das größere Problem, als dass es das war, auch aufgrund, was Lena, du hast jetzt auch wieder ein Beispiel genannt, Fabienne hat es auch nochmal beschrieben. Das ist, wenn man in den Figuren denkt, ein durchaus nachvollziehbares Motiv. Ja. Ich unterschreibe das völlig vom Valandi. Ich fand den Onkel noch so, dass ich da eine emotionale Bindung hatte und irgendwie wollte, dass der in dieser ganzen Asso-Familie, dass der so seine Gerechtigkeit findet. Das auf der einen Seite. Und der war ja auch so ein bisschen liberaler, ne? Also der hat ja dann auch gehört, was seine
Nichte dann gemacht hat und so, musste sich dann auch erstmal fangen, aber hat dann trotzdem gesagt, ihr müsst der Gerechtigkeit widerfahren. Und das hat ihn für mich natürlich so ein bisschen positiv gezeichnet. Aber ansonsten dachte ich mir auch, ja, so what? Ja, Wir haben das noch hat gar es nicht die drei schwierig Finger angesprochen im Endeffekt. Die fand ich ja als, ja, es ist nicht so der rote Faden, aber sie waren ja sehr entscheidend darum. Der Mann mit den drei Fingern, was dann auch am Ende ausgespielt wurde, das war ja offenkundig, dass der als Verdächtiger hingestellt wurde und am Ende, also als gewiefter Krimi-Leser wusste, glaube ich, jeder so, okay, der kann es nicht sein. Irgendeine Rolle, und das war für mich interessant, das rauszufinden, und das wurde dann auch auf, ja, sehr makabere Art ja aufgelöst. Genau, also es war ein Obdachloser, um das nochmal kurz einzuordnen, der im Prinzip zufällig vorbeigekommen ist und sich dann gekrallt wurde, weil er auch zufällig dort verstorben ist und einfach so lag und genutzt werden konnte und zufällig drei Finger hatte und dann, wie ist das Musikinstrument? Ko Foto. Koto, genau, auf der Koto theoretisch gespielt haben könnte, auch mit drei Fingern. Und das war schon ganz witzig, weil das nochmal so ein Urban Legends Touch irgendwie hatte. Da ist wie so eine kleine Horrorfigur. Ja, fand ich ganz interessant, aber ja, es ist natürlich, es war für einen Krimi-Leser, gerade wenn dann so Referenzen gemacht werden zu den großen Krimi-Autoren und Autorinnen, war klar, das ist eine ganz klare falsche Fährte, ja. Ja, ich würde sagen, also genau in die Details können wir eigentlich gar nicht so sehr reingehen, weil Details wurden sehr viele aufgemacht. Wir haben die Skizze hier drin, ich habe sie vorhin einmal gezeigt. Wir haben die Familie, die nacheinander beschrieben und charakterisiert wird. Dann dieser Hongjin-Betrieb, dieses alte Herrenhaus, was also wie so ein Hotel ist, aber für eine gehobene Klasse, sehr gehobene Klasse, und da sind sie stolz drauf und so die Tradition und so, das auch der Ort an sich. Dann gibt es noch einen Kommissar dazu, dann gibt es einen Kommissarhelfer, dann gibt es eben den Privatdetektiv, der hier eingeführt wird und auch erst sehr spät kommt, ne? Also es ist ja in etwa die Hälfte des Buches, die schon gelaufen ist, dann kommt überhaupt der Ermittler. Also bei mir war es auch so, dass ich mir dachte, langsam, oh, also die Luft ging so ein bisschen raus und dann kam er. Das war aber eigentlich ganz gut platziert, weil das wirklich dann auch effektvoll war, dass er dazugekommen ist, ne? Ja, ich möchte mal wissen, eure abschließende Meinung. Würdet ihr das Buch empfehlen und würdet ihr weitere Bücher von Seishi Yokomitsu lesen? Wer möchte denn anfangen? Malandi, willst du mal starten? Ich habe so gehofft, dass jemand anders startet. Ich bin hin und Lass her. Lena starten, oder Lena hat ja Ja, das ich kann Buch auch sagen, ja. vorgestellt. Also ich fand es jetzt ganz interessant, einfach weil ich, wie gesagt, noch gar nichts in dem Bereich gelesen hatte. Also wie gesagt, ein japanischer Krimi ist mir bisher nicht untergekommen. Insofern fand ich es allein deswegen schon interessant. Und ich, ob ich jetzt einen zweiten lesen würde, weiß ich nicht tatsächlich. Ich glaube, wenn jetzt meine Liste der anderen Bücher, die noch alle auf meiner Liste stehen, abgearbeitet ist, würde ich es jetzt nicht ausschließen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich brenne darauf, unbedingt den zweiten zu lesen. Also ich würde da jetzt eine durchschnittliche Bewertung geben tatsächlich. Jetzt nicht absolut unterirdisch, also verglichen jetzt mit dem Kasematten-Mörder würde ich schon noch das besser einschätzen, aber ich habe auch schon bessere Krimis gelesen. Also ich finde schon noch mal anders, auch jetzt als Agatha Christie. Also weil gerade dieser Vergleich ja auch oft da jetzt gebracht wurde. Also da finde ich Agatha Christie schon noch ein bisschen stärker tatsächlich. Dann würde ich direkt mal weitermachen. Ich sehe das ähnlich wie Lena. Ich würde ihn auch im mittleren Bereich ansetzen. Was für mich ein Zugewinn war, war tatsächlich dieses Halten auf der Metaebene. Dann genau der Saburo, der helfende Hand für den Mörder war, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, ne? Also es ging ja dann darum, der Kenzo, der hat seinen Selbstmord geplant und sein Bruder platzt dann auf einmal da irgendwie rein, wird dann zur helfenden Hand und steigert sich da so richtig rein, weil er großer Krimi-Fan ist und konstruiert dann nach Krimi-Motiven. Und das fand ich schon auch sehr cool und wie das reflektiert wurde. Also die
Die Art, wie es geschrieben wurde, war für mich erfrischend anders. Und das mochte ich sehr, deswegen habe ich es gerne gelesen. Die Auflösung, und da bin ich ganz bei Valandi, emotional war mir das einfach zu egal. Also diese ganze Familie, ich dachte mir, ja, come on. Und es war auch zu wenig dann so Ermittler, ja, also Detektiv gegen die Familie. Also das hätte man vielleicht noch mehr aufmachen können, dass der Onkel Ginzo dann mit dem Ermittler dann wirklich so gegen die Familie steht, dass es so brodelt und es ging dann, als der Ermittler kam, auch irgendwie so zacki zack. Also der ganze Fall war überhaupt gar kein Problem für ihn. Aber als erster von 77 Romanen ist es auch okay, ne? Dann wird ja erstmal etabliert, okay, wenn der einen Fall kriegt, der macht alles. Der ist einfach genial, auch wenn er so ein Lauch ist und die ganze Zeit rumstottern ist. Aber er ist sehr selbstironisch. Und das fand ich auch wirklich cool. Also, Ermittlerfigur hat mich gekriegt. Ich würde tatsächlich dann ganz gerne spätere Romane lesen von ihm und gucken, wie sehr hat sich das entwickelt und vielleicht so welche, die dann irgendwie in den 60ern spielen oder sowas, ne? Und auch der Ermittler, der hier ja ein Jüngling ist, ne? Das ist ja anders als bei Agatha Christie, sind sie ja alle alt. Und hier kommt so ein Jüngling dazu und vielleicht mal schauen, wie der sich entwickelt in seinem Leben. Also ich würde hier weitere von lesen, auf jeden Fall. Aber den ersten, also ich finde, da kann sich noch einiges tun und entwickeln. Jetzt darfst du aber, Valandi. Ja, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich würde jetzt die nicht chronologisch aufgreifen. Ich finde auch die Figur des Ermittlers, die hat mich schon so ein bisschen gepackt und die Geschichten darum zu spinnen, wirken auf mich einfach anders. Mich würde einfach interessieren, ob er diese Art des Erzählens, weil die hat mich sehr irritiert, wenn die beibehalten wird. Weiß ich es nicht. Also ich wäre auch wahrscheinlich, weil Fabienne hat ja beschrieben, 77 Werke sind da drin, dann würde ich auch wahrscheinlich irgendwie nach der Hälfte irgendwann reingehen. Ich glaube, da musst du noch einige Jahre warten, weil ich weiß nicht, ob die schon in Deutsch erschienen sind. Wir sind erst beim dritten Band. Also das Ja, dann muss ich sehr lange warten. Also von ja. daher, ja, das ist so meins. Ich weiß auch nicht, ob ich es dem geneigten Krimi-Leser aus unserer Runde und euch, die hier auch zusehen, so, also aus Neugier ja, aber mehr auch, glaube ich, würde ich es jetzt erstmal nicht empfehlen. Es ist vielleicht, das haben wir nicht auch noch nicht erwähnt, es ist allerdings auch ein Quick Read, ne? Also das Ding ist nicht lang. Es sind genau 200 Seiten hier in der Variante, aber auch recht groß gedruckt. Finde übrigens von der Qualität her, also der Verlag hier, ja, also das ist deutlich schöner als bei Agatha Christie, ne? Also das ist schon Qualitätsarbeit hier, absolut. So, Fabienne, als Gast darfst du hier natürlich den Abschluss für dich kriegen. Also ich kann mich eure Meinung eigentlich nur anschließen. Ich fand es super interessant, einen neuen Autoren für mich zu entdecken. Ich hatte ja auch noch nichts von ihm gelesen und zu sehen, wie jemand Kriminalromane schreibt, der das Genre eigentlich neu erfunden hat für die japanische Literatur. Von dem Aspekt her fand ich es sehr interessant. Ich würde es jetzt auch eher mittelmäßig einordnen. Ich glaube, ich habe ihm 3,5 Sterne gegeben, eben weil ich durch die Metaebene auch nicht so gut reingekommen bin. Aber eben Kindaichi hat mich auch gepackt. Also ich würde jetzt auch dann gerne mal sehen in einem anderen Band, also ich wäre jetzt auch nicht abgelenkt, Band 2 oder 3 zu lesen, zu sehen, jetzt wo wir Kindaichi kennen, wie wird der neue Fall gelöst? Kommt er schon viel früher rein in einen neuen Mordfall? Wird er direkt mit den Leuten sprechen? Gibt es mehr Dialoge? Also da bin ich gespannt, ob wir unseren Erzähler immer noch dabei haben oder ob wir den dann nicht mehr dabei haben. Und also du hast gesagt, Ingo, dass du die Metaebene sehr interessant fandest. Ein Buch, ein Kriminalroman, der aktuell ist, den ich geliebt habe mit der Metaebene, ist die Aozawa-Morde Naja. von Rikuonda. Das ist ein bisschen dicker und hier haben wir ganz viele verschiedene Textfragmente, die zusammenspielen und auch vielleicht so einen Hauch magischen Realismus. Und wenn Ja. man das hat, dann ist das eine richtig gute Krimilektüre. Also das ist auch jemand, also die Autorin spielt hier mit den verschiedenen Textarten. Also das kann ich empfehlen, wenn man sagt, ich mag das, wenn man mit der Metaebene spielt. Und da hat es mich aber auch nicht rausgehauen, im Naja. Gegensatz zu den Klingt Hunshin-Morden. nach etwas, was mir gefallen könnte. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Auf jeden Fall.
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich finde es auch schön. Danke, Fabienne, dass du hier als Expertin dabei warst und natürlich so ein bisschen mehr zur japanischen Literatur sagen kannst. Lena, danke für den Hinweis, weil ich finde, es ist einfach mal was ganz anderes zwischendurch, ne? Das definitiv. Und ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Lieblingsroman geworden ist, aber trotzdem haben wir doch so ein anderes Feld, in das wir mal reinschauen konnten. Also das ist das, was mir so im Kopf stecken geblieben ist. So, im literarischen Viertel geht's weiter. Jetzt erstmal in nächster Zeit nicht sofort mit Viererbesprechungen, sondern Valandi zeigt Stephen King Fairy Tale. Bei mir liegt's ja ganz hinten. Ich hole es jetzt nicht. Aber was ich hole, ist Eigentlich will ich nur dazu, ne? Wir haben einen Stephen King besprochen mit Die Leiche, gerne noch reinschauen. Da hatten wir den Phil zu Gast, so wie wir Fabienne heute für unsere Besprechung zu Gast hatten. Und das steht natürlich auch bald an, eins der neueren, natürlich sehr langen Werke, die er dann geschrieben hat. genau. Ich habe zwischendurch einen kurzen und knackigen Text für euch von R.L. Stevenson, Die Schatzinsel. Ich fühle mich jetzt Geil. mittlerweile Geil, den fit besprichst genug. du. Das finde ich Ja, ja cool. ich habe die Schatzinsel gelesen. Ich gucke gerade, ich habe ja noch mehr Piratenliteratur. Jetzt habe ich hier ein bisschen umgeräumt, weil ich mein schönes Lego-Gemälde hier hinpacken musste noch. Aber ich weiß nicht, wie es andere hieß, aber Harald hat mir noch eins empfohlen, das hatte ich mir auch geholt. Also ich bin durchaus angefixt, Piraten- Geil. oder Abenteuerliteratur. Stevenson habe ich gelesen zur Weihnachtszeit, beziehungsweise mir das Hörbuch größtenteils angehört. Ich habe so eine ganz alte Ausgabe, ich weiß gar nicht, wo ich die her habe, von 1980. Aber genau, da kommt die Review, das mache ich diesmal alleine. Und schön ausgiebig. Ja. Da müssen wir die ganzen Alten rausholen, so Lord of the Flies nochmal, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ne? Ja, genau. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja auch von Stevenson, habe ich tatsächlich letztes Jahr gelesen. Da habe ich gar keine Review zugemacht. Aber ich fand die Schatzinsel geiler, kann ich schon mal sagen. Auf jeden Fall. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke, liebe Zuschauer. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr euch mit japanischer Krimi-Literatur auskennt und ob ihr es auch interessant findet, dass jetzt Klassiker da neu übersetzt werden im Deutschen, ob ihr mehr davon hören wollt bei uns. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke an alle, die dabei waren und adios. Tschüss. Tschüss.